Ja, ganz entspannt. Einfach loslegen, entspannen und Spaß haben und vor allem auch metzeln. Oh, ich bin für ausgeglichenes Erlebnis. Einfach ganz entspannt am Anfang. Hunger? Wohin jetzt? Heim. Der Sturm wird stärker. Ich mach sie fertig. Nein, irrst sich nicht. Ist gealtert. Locker ein, zwei Jahre. Sehr theatralischer Anfang. Sound ist klasse. Genau passend. Ah, die Fresse haben wir immer noch einstecken. Perfekt. Soll ich? Ich spiele auf der PS Pro, da gibt es keinen großen Performance-Modus. Mit R sehe ich um. Kameraeinstellung gefällt mir sehr gut. Hoffentlich konnte Fenrir schlafen. Vielleicht isst er ja etwas, wenn wir heimkommen. Er ist sehr krank, Atreus. Ich weiß, aber gestern ging es ihm etwas besser. Kurzzeitig. Wenn er nur weiter isst, ich gebe ihn nicht auf. Fenrir? Fenrir ist doch... Hörst du's? Ja. Ist sie das? Sie ist es. Das Symbol ist nicht weit.
Schon wieder. Sei bereit. VP! Wow. Fängt ja schon mal gut an. So leicht würde sie nicht aufgeben, oder? Sie geben nie auf. Bleib wachsam. Okay, jetzt wird schon mal interaktiver. Vater! Sieh mir aus! Hab dich! Okay. Von ihr weg! Ich versuch's ja! Was hat sie? Vorwärts! Die Bäume! Sie stürzen um! Sie hasst uns. Sie hasst uns definitiv. Okay, wir haben ihren Sohn getötet, aber hey, ja. Komm wieder her! Ich will nicht mit dir kämpfen! Ich verliere den Halt! Okay. Vater! Ich hab dich! Wow. Das Schutzsymbol ist nah! Wow, wow, wow. Fängt gut an. Oh nein! Freya, wir sind nicht deine Freya! Au! Sie hasst uns. Und ja, das sind Quicktime-Events. So richtig schön zum Start. Zwing mich nicht dazu! Direkt überfahren. Wow. Schneller! Schnell, schnell, schnell! Wow. Wir sind durch Symbol. Geschafft. Gehen wir nach Hause. Specky, Zwarte. Kommen, Rocky. Los. War das nicht eine Audience-Runde? Fenrir? Ja, eigentlich schon. Das warte ich auch nicht. Ich hoffe immer, sie lässt uns in Ruhe. Du hast sie gerettet. Ich habe ihren Sohn getötet. Nach so etwas findet niemand Ruhe. Ja. Baldirs Tod hat wohl tatsächlich Fimbulwinter ausgelöst. Seit dem Tag schneit es ständig. Glaubst du, es wird je wieder besser? Irgendwann. Englischen Sync. Ja, glaube ich auch. Aber das Schlimmste. Ich mag die Deutsche, ehrlich gesagt, bei dem Spiel sehr gut. Gut geworden. War schon im letzten Game gut, aber auch hier bis jetzt schon sehr passend. Weil sie zum Teil deaktiviert sind, Rocky. Das ist ein Spielevent. Ich mach schon. Das ist neu. Ja, aber es ist ein neues Game. Es ist komplett raus. Ich nehme den Hör. Fresh. Leg los! Danke. Außerdem kommt ja auch noch auf YouTube, also seid lieb und sagt schön brav Hallo YouTube. Nein, alles gut. Aber einfach weil das Game so lange auf sich hat warten lassen, gönnen wir uns einfach wenig Sounds. Die Wölfe sind so schön gemacht, so richtig geil animiert. Hätte ich gerne als Haustier, ganz ehrlich.
hier. Au. Hello World. Hallo YouTube, wenn ihr gerade zuschaut, mein Chat wünscht euch einen wunderschönen guten Morgen und so weiter. Atreus. Fenrir, alles in Ordnung? Oh nein, bitte keine Emotionen jetzt direkt zum Start. Ist schon gut. Alles gut. Ich weiß, hast mir auch gefehlt. Wo ist dein Futter? Noch Hunger? Na komm schon, du musst fressen. Friss. Was? Zu groß? Na bitte. Ganz brav. Atreus, es ist bald soweit. Du musst dich bereit machen. Wofür? Er frisst noch. Er will leben. Er stirbt. Oh Mann. Bist ein guter Junge. Wirklich tapfer. Schnell und stark. Direkt mal die Emotionsbombe. Hörst du? Ich komme zurecht. Du kannst jetzt loslassen. Du musst loslassen. Oh, Frau. Bist du? Wow. Sobna. Ethan. Sobna. Sobna. Wow. Sobna. Ja. Büro, guten Morgen. Kurt. Kurti, morgen. Direkt mal die maximale Emotionsbombe direkt zum Start. Läuft. Wow. Komm. Wir trainieren. Was? Nein! Es ist mitten in der Nacht. Die Nacht hält unsere Feinde nicht auf. Wow. Warum? Wozu? Immerzu trainieren wir nur. Immer! Es reicht nicht. Wollen wir uns ewig verstecken? Wir verstecken uns nicht. Wir wappnen uns für einen Kampf, für den wir nicht bereit sind. Los jetzt. Die Zeit läuft uns davon. Es heißt, auf Fimbulwinter folgt Ragnarök. Der Krieg kommt. Was auch immer Loki tun sollte, er sollte es jetzt tun. Ich sollte mich nicht im Wald verstecken. Ich sollte draußen sein, rausfinden, wer ich bin, wer Loki ist. Ich erlaube dir nicht, Götter zum Kampf zu fordern. Ich will mit niemandem kämpfen. Ich will nur Antworten. Und wenn diese Antworten zum Krieg mit Asgard führen? Vielleicht wollte Mutter das. Wir wissen nicht, was Mutter wollte. Und das werden wir wohl nie. Oh, Mann.
Der Start ist heftig. Halt zu. Lässt du mich mit Fendi allein, bevor ich ihn begrabe? Fenrir war doch Hund Gott des Windes oder hat was mit Wind zu tun, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Ganz dunkel und Pyro fühle ich, hätte ich genauso getan, glaube ich. Aber ich spiele es lieber selber. Ich bin erstmal gespannt, weil man hat gelesen irgendwo, dass seine Frau anscheinend zu sehen sein soll. Da ist er ja. Also, dieses mürrische Gesicht würde ich überall erkennen. Darf ich fragen, was genau passiert ist? Der Wolf ist tot. Oh nein, nicht Fenrir. Wie kommt der Junge zurecht? Nicht gut. Er will ihn begraben. Ah, verdammt. Na schön, Bruder. Gute Nacht. Bin auch gespannt, wie es noch weitergeht. Wäre schade, wenn die Reihe irgendwann jetzt aufhört. Dafür liebe ich diese Spielerei zu sehr. Also da haben sie echt die Emotionsbombe direkt zum Start rausgeklatscht. So richtig. Und ich gehe davon aus, dass es noch toppen. So. Flashback. Zeigt sie sich? Kratos? Kommst du mit mir? Das ist also seine Frau. Okay. Gut. Wir steuern wieder. Bist du bereit? Ja, nicht wirklich. Aber erst einmal guten Morgen nochmal hier, Concord. Extra für Spielfrei aufgestanden. Ja, definitiv. Seit 5 Uhr versucht auszustehen, effektiv aufgestanden. Erst um 5:30, weil ich natürlich erst um 2 eingeschlafen bin. Zu aufgeregt. Und Titel ist die Saga nun auserzählt. Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass das irgendwie noch in irgendeiner Form weitergeht. Definitiv. Das wäre echt schade. So, aber hey, das ist seine Frau. Wer sie genau ist? Ich setze ihn mir persönlich auf deinen Schultern. Das ist deine Jagd. Ich folge dir. Na schön, Sonnenschein. Ich habe gehört, dass du erst wieder zum Ende des Spiels gehst. Leider nein. Leider nein. Wir werden bis zum Nachmittag zocken. Dann werden wir einen Stopp reinhauen, weil Familie und so. Und dann habe ich vor, heute Abend weiterzumachen. Ah. Na dann, gönn dir. Entspann dich. Und wenn du dich nicht spoilern lassen willst, verstehe ich es absolut. Frisch erlegt. Aber er musste nicht leiden. Jupp. Soll ich deine Grunzer verstehen? Sag mir, was du denkst. Wir jagen einen Jäger. Ein Wolf, ja. Jäger töten. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Deine Worte sind fehlgeleitet. Ja.
Nähere dich langsam. Ist schon gut, Kleiner. Wir wollen helfen. Nicht wahr? Natürlich. Nein, nein, nicht! Na los. Der kranke Wolf von jenseits des Symbols. Er hat einen Weg hineingefunden. Wie ich gesagt habe. Dankeschön. Wir hätten handeln sollen. Es ging uns nichts an. Aber jetzt schon. Lurks sind hier immer willkommen. Ein Problem muss nicht erst an unsere Tür klopfen, bevor wir verantwortlich sind. Wenn wir die Macht haben, möglichen Schaden einzudämmen, sollten wir handeln. Statt uns zu verstecken und nichts zu tun. Wir verstecken uns nicht. So. Okay. Ja, genau. Also, Dankeschön für deinen Lurk. Genieße es. Ruhe dich aus von der Nachtschicht. Soll ich denn etwa aufheben? Sehr brav. Feiner, feiner, feiner. Feiner Kratos, ja, feiner. Überall diese Runen an der Wand, die wir auch im Lager hatten. Jetzt gibt's das beliebte Tutorial. Fey. Läuft uns davon, Liebster. Und es gibt viel zu tun. Bruder! Bruder! Bruder? What the fish? Wo ist Atreus? Deshalb habe ich gerufen. Er ist weggegangen, um den Wolf zu begraben. Ist eine Weile her. Er kann nicht weit sein. Jetzt kann mein Hintern auch widersprechen. Okay. Also kriegen wir jetzt quasi Mimir ist wieder da. Ja. Eine richtige Aufgabe. Tagebuch freigeschalten. Gefallen. Okay. Gut. Abwehr. Glaubst du, er hat eine Abkürzung durch die Zwischenwelt genommen? Nein, die Steine wurden nicht bewegt. Okay. Gut. Mal kurz in die Steuerung reinkommen, weil den letzten Teil haben wir am PC gespielt. Das wird jetzt. Mal sehen. Spuren, die zum gefrorenen Fluss führen. Höchstwahrscheinlich hat er ihn dort begraben. Durchaus möglich, ne? Deine Spuren im Schnee. Oh, die sind doch so schön. Das Feuer geht bald aus. Wo könnte er danach hingegangen sein? Na ja, da. Er kroch hier durch. Du hast unruhig geschlafen. Mehr als sonst. Albträume? Von der Vergangenheit. Fast jede Nacht. Ah, die schlimme alte Zeit. In Hellas. Nein. Ich habe das Gefühl, Fey... Ist doch schön. ...versucht mir etwas zu sagen. Soll das etwa heißen, du sprichst wieder mit Geistern, Bruder? Nein. Aber es ist mehr als bloße Erinnerung. Richtig. Es ist gut, wenn Tiere auf die ganzen Animationen und Stimmen reagieren, dann haben die Entwickler richtig gearbeitet und vor allem der Sound passt.
Oh, das Game ist ab 18. Ja. Alter L gedrückt, um zu sprinten. Okay. Dann sprinten wir. Rede mit mir, Bruder. Die Spur endet hier. Aufnehmen! Und wir sind nicht allein. Ah, guck mal an. Vorsicht, links! Da, 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 da. Okay. So. Oh, schöne, flüssige Kampfbewegung. So muss es sein. Hinter dir, Bruder! Ja, danke. Danke, Mimir. Schön. Kann ich auch meine Chaosklinge wieder verwenden? Verfluchte Räuber! Sie dürften nicht so nah rankommen. Wir sollten nach dem Schutzsymbol sehen. Da vorne ist ein Baum, ja? Yep. Okay. Binde die Heilungssteine. You. Und? Du hattest recht. Das Symbol ist zerstört. Erklärt die Eindringlinge. Was ist dir passiert? Blut. Ein Bär. So. Ein Bär. Zerfleischt. Wovon? Einem größeren Bären. Verwundet. Der Kampf hat den Baum zerstört. Wir müssen Atreus finden. Ja, bei wilden Tieren und plündernden Räubern hat er sich vielleicht versteckt. Folge wäre der sinnvoll. Wir finden ihn. Wäre durchaus sinnvoll. Folge der Spur, dann gehen wir da lang erst. Ja, weil... Ja, wir müssen drumherum. Wir müssen plündern und looten, was geht. Okay. So, da ist was. Da werden wir ihn nicht finden. Suchen wir diese Blutspur. Ja, darf ich bitte vielleicht looten, weil Loot ist gut. Sehr schön, aha, dass du... Die Spur geht jenseits der Kluft weiter. Räumst du den Weg frei? Ja. Weißt du, warum der Junge weggegangen sein könnte? Wir haben gestritten. Er wirft mir vor, mich für Odin zu verstecken. Ist vernünftig, dich bedeckt zu halten. Du hast drei seiner Sippe getötet. Und er wird sich rächen. Genau darum muss Atreus lernen, alleine zu überleben. Ah, es geht um diese Prophezeiung. Nur wegen einem Bild bei den Riesen von deinem Tod auf einer Wand voller sonst korrekter Vorhersagen. Ah. Ich glaube nicht an Prophezeiungen. Tja, gut. Okay. Warum kann ich da nicht hoch, wenn die Blutspur aber von da oben kommt? Oder läuft die jetzt extra da lang? Ha. Da hinten ist was. Von hier aus kommen wir nicht rüber. Von hier aus kommen wir nicht rüber. Okay, dann müssen wir außen rum. Dann müssen wir doch außen rum. Ich dachte schon. Das ist sehr viel Blut, Bruder. Wir müssen ihn finden. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Hör auf zu meckern. Quacksilber. Wir brauchen alles an Loot, weil wir wollen natürlich unsere Sachen irgendwann noch wieder aufrüsten. So. Okay.
Okay. Ja. Hab ich da wieder mit? Oh ne, da haben wir gerade das Geld mitgenommen. Okay. Bin gespannt, was jetzt da kommt. Der Bifrost macht uns Licht. Was hältst du von Prophezeiungen, Mimir? Ich bin von Natur aus skeptisch. Aber wir haben Dinge gesehen, die unerklärlich sind. Als klügster lebender Mensch muss ich also sagen, ich habe absolut keinen Schimmer. Irgendwas sagt mir, ich installiere God of War 2018 für den PC. Rennen Sie drei gedrückt, um die Axt mit Frost zu überziehen, damit den nächsten Nahkampf bei Distanzangriff zu verstärken. Mein Kopf gehört mir. Dein Kopf gehört mir. So. Okay, wir können also die Axt auch noch verstärken jetzt quasi. Ein Thema, geiles. Wow. Okay. Ja, es schadet nicht, wenn man den ersten Teil vorher gespielt hat, weil da entsteht auf jeden Fall ein Zusammenhang diesmal. Ja, ja, schrei mich noch an, hast schon recht. Hinter dir, Bruder! Ja, ja. Ja, du kannst noch so anklopfen. Hoch nix. In Ordnung. Wo ist jetzt die Spur? Wo war der Loot da? Silber. Ich würde ruhig ein bisschen mehr ausgeben. Ihr seid nicht ein bisschen geizig, finde ich. Es macht absolut Sinn, sogar alle Teile vorher zu spielen, um die ganze Geschichte von Kratos zu sehen und zu verstehen und vor allem zu beurteilen, wie er sich über die Jahre entwickelt. Ja, das ist eine Kehrtwende schon in den ersten drei Teilen. Und dann die Entwicklung jetzt in den neuen Teilen ist Hammer. Schon allein die Entwicklung im ersten neuen Teil von Kratos von Spielanfang bis Spielende. Wir können nicht durch, aber drumherum. Ist auch heavy. Hinter dir, Bruder! Spektakulär. Ja, definitiv. Spektakulär trifft es da noch nicht ansatzweise. Zu viele für einen Spähtrupp. In der Nähe muss ein Lager sein. Ich weiß, was du denkst, Bruder. Aber Atreus kommt allein zurecht. Du hast ihn gut gelehrt. Dafür habe ich ja Kugi. Stimmt. Okay, hat er jetzt erst angefangen, die alten Teile aufzuarbeiten. Was auch Sinn macht. Gerade die ersten zwei Teile von God of War, die waren so prägend. Das Fackel. Hammer. Und die Spur führt in diese Höhle. Na, wir wissen, wo wir hingehen. Bestimmt können wir leise hineingelangen. Ja klar, leise, leise. Nennen wir es leise. Nennen wir es leise. Oder du machst das. Ja. Ich bin... Hast du die Wölfe vor diesen Räubern gerettet? Nein. Die sind noch nicht lange hier. Ja, ich bin ein sehr, sehr leiser. Und diskreter. Boot von oben.
Springen Sie vom Vorgrund und drücken Sie R1 für den Tod von oben. Alles klar. Sehr diskret. Absolut. Diskretion ist mein zweiter Vorname. Ich würde gerne auf die Chaos-Klingen wechseln. Hier durch, tiefer hinein. Es kommen mehr. Ist doch schön, wenn mehr kommen. Ich brauche Erfahrungspunkte. Ich will ein Level aufsteigen. Und ich will meine Chaos-Klingen wieder. Liebe die Chaosklinge. Jetzt gegen die Leviathanax. Sie hat auch ihre Vorzüge. Aber ich bin definitiv eher der Typ Chaosklinge. Wenn Ragnarök für Game of the Year vorgeschlagen wird, wird es ein Kopf an Kopf rennen. Am 4. Dezember. Ich denke schon, dass es dafür vorgeschlagen wird. Ich gehe jetzt einfach mal dezent davon aus. Oh, da ist jemand dem Bären begegnet. Okay. Da hat jemand eine Schleuder. Pass auf! Ja, ja, da kann noch so viel schleudern. Was waren wir? Okay. Was willst denn du? Hm? Hast du kein Hobby oder? Keine Ahnung, such dir eins. Keine gute Idee, mit einer Schleuder angreifen zu wollen. Gar keine gute Idee. Da kommen wir nicht durch. Für die Kiste. Und da ist auch noch eine Kiste. Du hast das Gefühl, dass Bluteffekte fehlen? Echt? Also ich finde im Vergleich zum Teil davor ist es dieses Mal schon etwas blutiger. Das ist schon gut gemacht. Ah, da sehe ich ihn. Geschmiedetes Eisen, ja, nice. So. Was willst du denn, ha? So, und jetzt? Was hat sie gebracht? Nichts. Springen sie im Vorsprung. Wer wo? Ach, deswegen. Ich komme nicht weiter, weil ihr zwei da seid oder was? Hm? Dann leg dich hin. Hau ab und der Kopf ist ab. Atreus, bist du hier? Nein. Ist auch besser so. Suchen wir einen Weg hinaus. Warte mal. Dass es zwei Versionen gibt.
Vielleicht wollte Atreus hier Schutz suchen und ist weitergezogen, als er die Räuber sah. Und der Bär ist hinterhergerannt. Er hat ganz schön gewütet, das muss ich sagen. Du glaubst, der Bär hat Atreus verfolgt? Tja, oder der Bär war verletzt und Atreus ist ihm gefolgt, um zu helfen. Du kennst ihn. Durchaus möglich. Ich verstehe, was du meinst. Da ich das Spiel im September vorbestellt habe. Keine Ahnung, aber ich finde es sehr ausgewogen insgesamt. Atreus, wo bist du? Das war klar. Was willst du? Wir haben den Bären gefunden. Oder er uns? Ja, Björn heißt er. Björn! Der Bambus Björn! Okay, das ist ein sehr interessanter Kampf. Wow. Okay, wenn es weiter geht. Ah, da ist es. Wow. Wow. Björn? Das gefällt mir gar nicht, wie sich das entwickelt hier. Ja. So. Okay, Björn, leg dich hin. Leg dich hin. Reg mich nicht auf. Oh, jetzt hast du es geschafft. Ja, Rage Mode. Ganz blöde Idee. Ganz blöde Idee. Ganz blöde Idee. Ganz blöde Idee. Also, leg dich hin. Geh mir nicht auf den Sack und stirb einfach. So. Wow. Die Angriffsmuster sind schon heavy. Wieder aufstampfen! So. Björn, sitz. Leg dich hin. Ruhe. So. Auf ihn! Er ist angeschlagen, Bruder! Dein Kopf gehört mir. Wow. Was? Konzentrier dich. Heile. Was ist passiert? Du erinnerst dich nicht. Ich
Ich begrub Fenrir. Und, keine Ahnung. Ich war so traurig. Und dann war ich wütend. Dann ängstlich. Und dann bin ich gerannt. Da war ein Bär. Er griff an und ich hab mich gewehrt. Gewehrt? Das war wohl ein Traum. Deine Gefühle haben dich verwandelt. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Du hast gar nichts getan. Es kam über dich. Deshalb dürfen wir dein Training nicht abbrechen. Wir wissen nicht, was deine Fähigkeiten können. Sie sind gefährlich. Ohne Disziplin und Kontrolle. Ich weiß genug über Disziplin. Ich brauche mehr als das. Antworten. Antworten, die du nicht hast? Antworten, die nur deine Mutter hatte. Und die sie verschwieg. Was, wenn uns jemand helfen könnte? Jemand, der unsere Fragen zu den Riesen beantwortet. Und wer Loki sein soll? Atreus. Sollten wir nicht verstehen, wozu ich werde? Atreus! Hör mir zu. Ich hätte dich töten können. Bis du es kontrollieren kannst, gehen wir keinerlei Risiken ein. Nichts tun ist auch ein Risiko. Hast du mich gelehrt? Hör einmal auf, wie ein Vater zu denken und denk wie ein General. Nein! Nein. Nimm dich zusammen. Der Kleine hat recht. Aber... Ach. Ein kleiner Teil... Okay, gut. Ein kleiner Teil. Ein kleiner Teil der Gesundheit regeneriert sich automatisch nach dem Kampf. Aber... Dass der Kleine zum Bär wird, ne? Also das ist schon... Wow. Das ist, heavy. Richtig. Ja. Bin gespannt. Ja, also wenn man nach dem Ansatz der richtigen Mythologie geht, ist ja Loki ein Wandlungskünstler, ne? Richtig. Hier entlang. Der Meister der Täuscher. Reden wir darüber, dass der Junge zum Bären geworden ist? Ja, tun wir das? Nicht jetzt. Wir müssen das Schutzsymbol reparieren und heimkehren. Was ist mit dem Schutzsymbol passiert? Nur du. Du gibst mir die Schuld? Ich geb dir keine Schuld, Atreus. Tja, klingt aber anders. Hey. Begleiterpfeile, drücken Sie Viereck, um Begleiter angreifen zu lassen. Pfeile bewirken zusätzliche Betäubung, laden sich mit der Zeit wieder auf. Die Anzahl der Pfeile ist, steht unten rechts in der Ecke. Okay. Auf dein Zeichen, Vater. Jetzt! Nicht da! Zack, direkt. Direkt zweigeteilt. Also, ich habe nicht zu wenig Blut. Ich finde es genau richtig. Ja, die. Also, Junge,
Gibt es neben deiner Gabe der Sprache und dem Hören der Gedanken von Kreaturen noch andere neue magische Fähigkeiten zu erwähnen? Nicht wirklich. Was ist mit Fenrir? Was ist mit ihm? Als er starb, hast du gezaubert. Nein, habe ich nicht. Aber da war Licht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hm. Vielleicht eine Fimbulwintertäuschung. Kenne ich auch. Hm. Die Anzeichen sind da, ja. Ich denke mal, er wird es im Laufe der Geschichte bestimmt einsetzen. Um Kratos in irgendeine Richtung zu bewegen. Es wäre auf jeden Fall realistisch. Geschmiedetes Eisen. Okay. Warum habe ich meine Chaosklinge eigentlich nicht mehr? Das ist nicht schön. Ich möchte meine Chaosklinge wieder. Warum habe ich nur die Axt? Oh, jetzt erkenne ich, wo wir sind. Ich muss unbedingt auf jeden Fall noch mein Steam-Konto mit meinem PlayStation-Konto verbinden. Jetzt erkenne ich, wo wir sind. Was ist das für Blut? Deins, Atreus. Ist das dein Ernst? Das oder du hast dein Beutetier da lang gezerrt, schätze ich. Das klingt irgendwie nicht besser. Nicht wirklich, nein. Halt, nicht da lang. Gehen wir heim. Ich glaube, da hoch. Das PlayStation auch sieht, dass ich den ersten Teil gezockt habe. Hm, weiß nicht, das wird auf lange Sicht bestimmt Vorteile mit sich bringen. Der da. Du bist noch viel. Absicht. Absicht spielt keine Rolle. Nur Konsequenzen. Was können wir tun? Gar nichts. Die Natur nimmt ihren Lauf. Erinnert hat an Bärenbrüder, ja, irgendwie schon. Ander, guten Morgen, na, fit? Ein Sturm zieht auf. Mhm. Ist es nicht kalt genug? Wir sind fast zu Hause. Aber was da ist. Ander, du hast einen wirklich emotionalen und heftigen Start. Wow, also. Wir haben direkt zum Start schon mal so hart. Die Emotionalkeule gesprungen, ne? Und das auf leider zu wenig Kaffee. Feuer von oben! So, komm her, dein Kopf gehört mir. Gleich für euch da. Feuer! Hinter dir!
Ich sterb gerade. Ach, eine schöne Bescherung. Ja. Okay, nochmal. Hab gestern vor 45 Minuten für angehangen gesehen. Ah, jetzt ja, du bist also fremd gestreamt. Alles klar. Nein, alles gut. Aber ja, der Start war schon wow. Er war richtig gut. Nächster! Achtung, Feuer von rechts! Ja, ja. Greif an! Ja, bin ich schon dabei. Komm, stirb für mich. Nächster! Dein Kopf gehört auch mir. Den Kampf gegen Björn haben wir schon geschafft. Ziel erledigt. Sehr schön. Oh. Wow. Ganz schön viele. Also so ging es schon die ganze Nacht. Und wohl rein, bevor ich das Symbol repariert habe. Mein Bein macht so viel, dass mein aktuell behandelnder Arzt ein bisschen ratlos ist. Und jetzt gerne eine zweite Meinung, ein sogenanntes quasi Konsil haben möchte. Aber die Thrombose haben sie ausgeschlossen, indem sie mich gestern ziemlich lange gequält haben im Krankenhaus. Sind sie zu dem Schluss gekommen, dass keine Thrombose. Manchmal wünschte ich, Tirs Tempel wäre heil. Dann könnten wir weg aus Midgard. Es heißt, Fimbulwinter betrifft alle Welten, Junge. Gut, aber wie könnte es noch schlimmer sein als hier? Also aktuell habe ich leider keine Ahnung. Oberer Wildwald. Wie sich mein Fuß entwickelt. Ich muss heute, wenn der erste Stream jetzt dann vorbei ist, da anrufen, Termin vereinbaren. Und dann wird nochmal drauf geschaut. Du hast keine Angst. Tapferes Mädchen. Brav, tapferes Mädchen. Swana. Er hat ein Händchen für sie. Keine große Überraschung. Das stimmt. Ja. Specki. Specki. Das ist nur Donner. Atreus. Ich sehe nur nach. Ins Bett. Jawohl. Ab ins Bett. Oh, ich bin noch eine Sorge kurz wieder. So. Ab ins Bett, mein Kind. Schlaf, Kindchen, schlaf. Der Kratos hüt dich scharf. Okay, was gibt's hier? Gibt's hier irgendwas? Ah, da kommen wir noch nicht durch, okay. Noch nicht. Aber irgendwas wird kommen. Aber es ist schön, dass sie die Hütte wieder aufgebaut haben, ne? Ach, guck mal. Der Übungsbereich. Aber ich darf ihn nicht nutzen. Und der Kleine geht nicht ins Bett, er folgt mir. Ah. Ja, ich bin ja schon dabei. Für einen Abend war das viel zu ereignisreich. Auch wenn ich zugeben muss, dass es dort kurz ein bisschen wie in alten Zeiten war. Wir drei mitten in einem noch nie zuvor betretenen Stück Wald. Du hast uns lange nicht begleitet, wenn du das meinst. Tja, ich bin wohl bloß müde. Kennt man eine Hirschjagd, kennt man alle. Wie kannst du müde sein, wenn du nie schläfst? Es gibt andere Arten Müdigkeit, Junge. Das merkst du, wenn du älter wirst. Ja. Stimmt. Und jetzt gönnt euch ein wenig Ruhe. Am Morgen sieht immer alles ganz anders aus. Oh. Also ich bin echt gespannt über die Entwicklung des Kleinen. Das wird ein sehr, sehr, sehr emotionales Ding. Was war das? Dein Bogen!
Versuch. Für dein Follow. Ha, da ist er ja. Wer bist du? Mjölnir. Kann ich reinkommen? Ich habe Miet. Ich bin keine sehr gute Gesellschaft. Wir finden sicher viele Gesprächsthemen. Bin mal gespannt. Odin? Gemütlich. Wuchtig haben sie ihn dargestellt. Aber sie haben, sind vom Niveau her ähnlich, ne? Schweigsam und grunzend. Das hättest du mir eher sagen können. Warum bist du hier? Ich bin nur höflich. Du scheinst eine ruhige, vernünftige Person zu sein. Ruhig. Bist du eine ruhige, vernünftige Person? Wenn der Moment nach Ruhe verlangt. Ich würde sagen, dass er das tut. Ja. Interessant. Ach, guck mal an. Du weißt, wer ich bin? Damals vor dem Wintereinbruch gab es einige Missverständnisse. Bedauerlich, hä? Aber ich glaube, wir wissen jetzt alle besser, mit wem wir es zu tun haben. Also, was du mit seinen Jungs gemacht hast. Selbstverteidigung. Fürs Sterben leben wir, Asen. Und sind wir ehrlich, sie waren recht nutzlos. Aber Baldr, er war von Wert. Er war mein Fährtensucher, mein Bester. Ja, er hatte den Verstand verloren. Aber er war nützlich und nun ist er tot, wegen dir. Kannst du folgen? Du trägst deine Schuld. Das ist eine ernste Sache. Was willst du?
Vielleicht Frieden? Wie klingt Frieden für unseren geschätzten Kriegsgott im Ruhestand? Was, wenn wir uns nicht mehr töten? Wenn du zu Hause bleibst, dich ausruhst, such keinen Streit mit mir. Dann habe ich keinen mit dir. Natürlich heißt das, dass er damit aufhören muss, nach dir zu suchen. Ja, wir wissen, was du so treibst. Schluss damit. Tyrs alte Welt ist tot. Er ist tot. Verstanden? Und das war's. Wir sind quitt. Und ich leg sogar noch was drauf. Ihr dürft den Gefangenen behalten, den ihr gestohlen habt. Jawohl, ich weiß, dass du hier irgendwo bist, du redegewandter Dreckskerl. Warum sollten wir dir glauben? Was waren deine Versprechen je wert? Da ist er, mein alter Komplize. Er hat abgenommen. Wenn er sagt, Schnee sei weiß, dann lügt er. Was für eine Weisheit ist das? Fehlt dem klügsten lebenden Kopf hier etwa die Weitsicht? Dass wir alle dasselbe wollen? Na gut. Wie wär's mit diesem Angebot? Ich begleiche deine Schuld bei meiner Ex. Halte Freya von dir fern. Und dein Junge ist sicher. Mehr willst du doch gar nicht, richtig? Na, was sagst du? Nein. Gute Entscheidung. Mach es kurz. Es hat seinen Grund, warum er da ist. Wird auch Zeit. Darauf hab ich gewartet. Du brichst mich von hier. So namens Blutgeld. Das heißt, ich bekomme ein Stück von dir für das, was du meiner Familie nahmst. Das lernst du noch. Das war für Balder. Und jetzt zeig mir diesen Göttermörder, von dem ich schon so viel gehört habe. Okay. Ich wollte diesen Kampf mit deinem Bruder nicht. Wow. Egal. Okay, Ziel suchen wir Angriffe. Lockbrecher. Deine Zurückhaltung ist beleidigend. Ohne die Axt kannst du nicht kämpfen, Feigling. Wie konntest du jemals Kriegsgott sein? Ich glaube, wirklich gar nicht. Du spuckst auf das Grab meines Sohnes. Wie konnten sie nur gegen dich verlieren? Ja. Okay, du möchtest also aufs Maul, kein Thema. Kennst meine Vergangenheit? Heißt Spartas Geschichte. Ja. Dann kannst du auch, wozu ich fähig bin. Zeig mir. Wow, das tat bestimmt weh. Jetzt haben wir unseren Kampf. So. Ach komm, es sind sehr flüssige Kampfbewegungen. Da musste erst einmal. Wow. Ah, danke. So. So.
So, komm her, mein Freund. Pass. Das ist für Morty! Tut mir leid wegen der Statue, Tier, du alter Moralprediger. Geil. Wenn du nicht schmutzig kämpfst, kämpfst du nicht. Richtig? So. Deine Sonne treffen uns an. So. Wow. Also. Die Kämpfe sind schon. Shit. Heavy. Dynamisch. So. So. So, komm her, komm her. Hau ab. Wow, die Kombi immer. Du siehst es kommen, aber... Shit, Blockbrecher, den du nicht blocken kannst. Fuck. So, ich kann das auch, du kleiner... Wow. Sind meine Söhne tot, weil du verdammtes Glück hattest? Nö. Vater werden und deine Essen. So läuft das nicht. Du bist ein Zerstörer wie ich. Wie oft soll ich jetzt noch auf Kreis hämmern? Oh nein. Ich sage, wann wir fertig sind. Ich gehe erst, wenn ich dein echtes Ich sehe. Steh auf! Na komm. Wow. So. Na endlich. So, komm her. Willst du mal echt das Recht sehen? Hier, komm her. Also geht doch. So. Das war's. Endlich hast du mir mal was gezeigt. So, komm her. Da, komm her. Er war dir egal. Selbst im Tod. Was sagst du da? Modi kam aus Furcht vor dir zu uns. Er starb an den Wunden, die du schlugst. Oh, ein echter Vorzeigevater. Das kommt mir bekannt vor. Was? Ach, egal. Okay. Väterlicher Rat geht mir am Arsch vorbei. Ich will den Gott des Krieges sehen. Du hast das begonnen. Ich beende es. Ich wollte deine Klingen sehen. Aber sie helfen dir wohl nicht. Willkommen noch. Ich warte drauf. Schreib mir das Monster in dir. Du willst also, dass wir auf ein anderes Niveau kämpfen? Ich hab doch auf Blocken gedrückt, meine Fresse. Jetzt endlich alles! Ja. So, komm her.
Das müsstest du besser können! Ja, ich bin doch schon dabei. Ich bin doch noch heute im Training. Sehr schlau. Das bringt dir auch nichts. Ja, bin doch schon da. Alter! Das ist der Gott, der aus Gesteinheit ja. Eine Götterwelt ausgelöscht hat! Ja. Das hat meine Jungs nicht. Zeig mir, wer du bist! Ich bin das, was du siehst. Ich bin nicht ganz vollständig, aber das, was du siehst, bin ich. Aber ein sehr das interessanter ist der Mann, der Valkyrenkönigin Sturm entgegentrat. Ja. Ich verstehe, warum meine Söhne dir unterlagen. Selbst dieser schwächeren Version von dir. Aber ich bin nicht meine Söhne. Und dein Junge, der Altvater, hat Pläne mit dir. Da ist er. Da ist der Gott des Krieges. Deine Blutschuld ist bezahlt. Wir sehen uns. Geht zu eins, die haben uns erkannt. Kratos, wir sind Sindri und Brock. War das ein Kampf? Können wir... Nach Hause, jetzt! Odin ist bei Atreus. Oh nein. Ich mache sofort ein Tor bereit. Ja. Na dann los. Es ist nicht weit. Also bis jetzt wirklich ein sehr, sehr epischer Anfang. Auch in Stücken, aber trotzdem. Also wirklich, Hut ab. Es hat sich wirklich bis jetzt gelohnt zu warten. Haben wir. Auch die Darstellung ja, schön, von Thor ist. Freunde gefunden hast. Ist dieser Mjölnir nicht imposant? Du weißt, dass wir den Hammer geschmiedet haben, oder? Das hast du erwähnt. Das weiß ich. Ich wusste nur nicht, ob du zugehört hattest. Aber schön zu sehen, dass die Axt standgehalten hat. Darum ging es ja schließlich. Also auch die Darstellung von Thor ist. Ja, gelungen. Definitiv. Definitiv. Richtig arrogant. Schon mit einer gewissen Spur von Einsicht, aber zum Großteil sehr arrogant. Und ich denke, das wollten sie auch bezwecken. Also kommt wirklich, wirklich gut. Gut ab, Jungs. Respekt. Finde ich sehr, sehr geil. Alles bereit. So kommst du nach Hause. Und dann, danke. Okay. Ich komme später vorbei zum Upgraden, okay, Jungs? Hey, eine Sache noch, Kleiner. Da Asen, die Tür einrennen, nehme ich an, dein Schutzsymbol ist hinüber. Wenn du Odin verscheucht hast, brauchst du doch sicher ein neues Dach über dem Kopf. Und ich spreche nicht von diesem Plappermaul. Ich gebe mein Zuhause nicht auf. Ach ja? Und was hält die Alfratze davon ab, dich auszuspionieren? Oder dein Haus klein zu hacken, während du darin schläfst? Nichts. Gar nichts. Hol du deinen Jungen und ich red mal mit jemandem, der euch im Notfall vielleicht bei sich Unterschlupf gewährt. Oh. Okay. Hey, sofort weg da! Ich sagte doch, dass man niemals den Weg verlassen darf, oder? Ja. Praktisch die erste und einzige Regel hier. Ja, und trotzdem haben wir es mal gemacht. Jetzt fehlen nur noch die Klingen. Ja, ich warte drauf. Ich warte schon seit Spielbeginn drauf, weil wir hatten sie. Und sie sind richtig, richtig geil.
Und ich liebe sie und ich möchte mit ihnen kämpfen. Es war klar. Bruder! Ach. Ich wollte schon nach dir suchen. Bist du verletzt? Und du? Was hat er gewollt? Das Dach bezahlen. Und er lädt mich nach Asgard ein. Wirklich? Ich konnte nichts hören, als du rausgingst. Ich hab abgelehnt. Offensichtlich. Gut. Wieso hast du Tyr gesucht? Hätte ich gesagt, dass ich ihn suche, hättest du Nein gesagt. Also hast du es verheimlicht. Vor mir. Ich wollte es dir sagen. Das wollte ich wirklich. Aber jetzt, wo du es weißt, solltest du dir etwas ansehen. Nein. Vertrau mir, du willst sicher... Vertrauen? Du hast mein Vertrauen enttäuscht. Lass es mich zurückgewinnen. Lass mich dir meinen Fund zeigen. Außerdem sind wir Odin noch nicht los. Oder Thor. Und wie man sieht, können sie kommen und unser Haus durchlöchern, wann immer sie wollen. Es gibt nur einen Weg, sie loszuwerden. Und ich glaube, ich weiß wie. Vater. Hol endlich die Klingen raus. Danke. Sag's mir. Endlich. Hol deine Sachen. Definitiv. Polieren wir die Presse von den beiden, aber so definitiv. Rüstung und Ausrüstung verbessern Werte wie Abwehr. Damit Kratos Überlegungschancen hat, steige die Stärke, damit Kratos mehr Schaden verursachen kann. Rüste sie vor dem Losziehen aus. Brustrüstung. So. Abwehr 2, Stärke 5 oder Abwehr 6. Was ist uns wichtiger? Angriff oder Abwehr? Das ist ein schöner Start. So kommen wir auf Abwehr 15. Nee, Abwehr haben wir aktuell auf 15, Stärke haben wir auf 6. Das heißt, wenn wir es so machen, dann haben wir Stärke und Abwehr gleich. Was okay ist, 16, 16. So hätten wir 14, 19. Ich bin für ausgeglichen. 16, 16, das ist okay. Drücken Sie L2, um ins Waffenmenü zu gelangen, alles klar. Okay. In der Wertehilfe Einblendung erfahren Sie mehr über Werte. Yep. Sollte klar sein, aber ja, gut. Ein Stahlgriff. Okay. Hat schon ausgerüstet. Spartas Rage. Zorn, ja, den kennen wir. So, er hat seinen klassischen Bogen. Okay. Ah, und die Optik wird automatisch angepasst. Das finde ich gut. Finde ich sehr schön. Bist du bereit? Ich sag immer mehr tanken. Ja. Okay.
So. Okay. Ah. Nächster. Da sind sie. Das will ich sehen. Das macht Spaß. Das macht Laune. Endlich. Wo gehen wir hin? Zum alten Tempel im Wildwald. Wieso? Das erklärt sich leichter, wenn wir dort sind. Okay. Ich warte ab. Ich habe hier... Du hast quasi... Mister! Du hast quasi das Analogkreuz belegt. Das heißt, theoretisch ist noch Platz für zwei Waffen. Hat Odin noch was gesagt, als ihr draußen wart? Ja. Er sagte, Jötunheim sei ihm inzwischen egal. Die Riesen könnten ihre Geheimnisse behalten. Er hätte Ragnarök auf seine Art abgewendet. Ob er weiß, dass alle Riesen tot sind? Ich fürchte eher, dass es ihm nicht mehr wichtig ist. Was hat er vor? So. Also aktuell sieht es so aus, als könnten wir theoretisch noch zwei neue Waffen dazu gewinnen. Ja, geil. Ich kann mich mit den Dingern hochziehen. So nah an zu Hause. Bekämpfen sich die Räuber jetzt gegenseitig. Das sind nicht ihre Pfeile. Etwas anderes ist hier draußen. Eine Sekunde, bitte. Da. Endlich muss ich nicht mehr schweigen, deswegen. Alles klar, gut. 60 Bits nochmal, danke. So, du gibst viel Hilfs, wo du kannst. Und das Ganze wollen wir dir damit zurückgeben. Mach weiter so und bleib so, wie du bist. Nur so kennen und schätzen wir dich. Ich bedanke mich nochmals bei allen Spendern und Spenderinnen. Vielen, vielen Dank. Sailor, Mercury, Emperor, Rocky Brot. Wer ist Rocky? Von MJ. Ah, okay. Mindshunk, Boken, Momo. Natürlich, wie jetzt mal einen Teil dazu. So, sorry. Kurzer Anruf dazwischen gekommen. Ach ja, aber es war zum Glück schnell. So, aber dass ich mit der Klinge mich jetzt hochziehen kann und nicht mehr den kleinen Atreus brauche, der mir den Weg quasi weist, das ist schon mal schön. Oh, was ist denn hier los? Das sieht ungesund aus. Wenn mich einer fragt. Oh, mich fragt ja keiner. Ah. Kann Feuer schießen. Fast bei der Brücke. Also quasi mehr oder weniger. Die Brücke ist hinüber. Wir brauchen einen anderen Weg zum Tempel. Warum bist du allein hierher gekommen, Junge? Ich hatte Träume, die mich herriefen. Träume. Nice. Wow. Der hier lebt noch. Nein. Sieh genau hin. Jetzt noch Hehlräuber? Wer tut sowas? Wir dürfen wohl nicht hoffen, dass ein Feind von denen unser Freund ist. Ja. Wow, eine Warnung wäre nett. Oh, mein Freund. Und tschüss. Jetzt. Im Ernst, wer würde Räuber auf diese Art aufhängen? Oh. Okay. Okay. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Aber das ist jetzt erstmal zweitrangig. Ich bin gespannt, wie sich die Geschichte halt jetzt gerade entwickelt. Verdammt, Bruder, was war das?
Etwas Starkes und Gefährliches. Sei auf der Hut. Oh ja, ich bin immer zu auf der Hut. Okay. So, Hacksilber. Interessant. Hinter dir! Hallo, wie wär's denn mit Block? Hinter dir, Vorsicht! Das Schöne bei den Klingen, dass die so ein Rundum-Ding haben. Könnt ihr sich anschleichen? Wann ist die Brücke eingestürzt? Vor einer Weile. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Okay. Weißt du noch, als ich sagte, jemand könnte uns Antworten zu den Riesen und Loki geben? Du meinst Tyr, der alte Kriegsgott in diesen Landen, der tot ist. Also für einen Toten war Odin sehr versessen darauf, dass man ihn nicht findet. Ja. Nicht wahr? Er weiß, dass Tyr die Welten gegen ihn vereinen könnte. Und Tyr war der stärkste Verbündete der Riesen, also... Genug. Okay. Was gibt's hier Schönes? Vorsicht! Was willst du hier? Mister! Ach. Ja, sehr rasch von dem Tod. Hinter dir! Vorsicht! Ja. Au. Brutal. Gut, aber brutal. Fähigkeitsbaum bereit. Ja, okay. Ja, nice. Fernkampf, Nahkampf, Chaosklingen. Wow, der Fähigkeitenbaum hat sich ein bisschen ausgeschmückt. Finde ich nice. So. Okay, was haben wir hier? Okay, das ergibt sich. Flammender Peitschenhieb, okay. Und was, ich gehe mal in den Schlaflöck. Ist klar, nein, kein Stress, ne? Nachtschicht und so. Mach dir keinen Kopf. Schlaf gut, ruh dich aus und wir sprechen uns dann. Die Tage, würde ich sagen. Von daher alles gut, alles entspannt. Halten Sie beim Ausweichen L nach vorne und R1. Drücken Sie beim Sprinten R2, um in die Luft zu springen und einen starken Kettenschlagangriff aufzuführen. Oh, cool. Um die Klingen nach oben zu führen und Gegner in die Nähe der Luft zu schleudern. Das finde ich gut. Ach, die ist schon aktiv. Okay. Klingen Nahkampfangriff gegen angefrorene Gegner richten zusätzlichen Schaden an. Das ist praktisch. Ja, es ist praktisch. Nachdem die Gegner mit Hyperions Zug durchbohrt haben, das ist dann hier. Genau. Drücken Sie beim Zielen R1, um das Bitbohren nach vorne zu schleudern. So, und dann, um sich auf Gegner am Boden zu stürzen. Ach geil, ich kann die also quasi direkt. Okay, nice. Was haben wir hier? Sprungdrehangriff. L nach vorne. Okay, das sieht gut aus. Was haben wir hier? Beim Sprinten R1. Das finde ich gut. Finde ich maximal gut.
So, jetzt kann ich mir natürlich nichts mehr leisten. Achso, ja gut, der Kleine. Müssen wir mal demnächst aufrüsten. Okay, wir teilen uns quasi die XP wie vorher auch. So. So. Was haben wir hier? Oh. Ja, nice. Macht Spaß. Macht mir jetzt schon Spaß. Noch mal kurz raus. So, wir kamen von hier. Und ich will da hoch. Nur um zu gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Ne, da kommen wir her. Sowas. So. Ah, okay, ich kann da gar nicht runter. Gut. Das wollte ich noch rausfinden. So. Diese Säule war beim letzten Mal noch nicht im Weg. Okay. Klingern heften und dann L in Richtung drücken, um umgestürzte Säule zu bewegen. Okay. Wie ich gesagt habe, Tyr war mit den Riesen verbündet. Also wäre er auf unserer Seite, wenn wir ihn finden. Und wenn jemand weiß, wer ich sein soll, dann er. Wenn er da draußen ist, müssen wir ihn finden. Wir müssen einfach. Das sind viele Events, Atreus. Was weißt du? Wirst du bald sehen. Wie geht's weiter? Ah. Wir bauen uns unseren Weg, alles klar. Interessant. So. Jetzt. Schön gespannt. Ach, das war jetzt quasi ein spannendes Erlebnis. Was meinst du? Ah, ah, ah. Ich weiß nicht, was er entdeckt haben will, aber er sagt, er hätte Beweise. Jetzt sind wir hier. Sehen wir es uns an. Mhm. Richtig. Viele Tote hier. Wir sollten weitergehen. Flammenpeitschenhieb. Drücken Sie wiederholt Dreieck, um die Chaosklinge mit Feuer aufzuladen. Anschließend können Sie mit R1 oder R2 einfallen. Zu spät! Vater, benutzt deine Klingen! Verbrenn sie! Räuber, leg! Hinter dir, pass auf! Bam, komm her. Spektakulär! Hinter dir! Ja. Das ist schon heavy. So. Hinten! Ja, dein Gesicht ist Matsch. Weil ich das so will. So, komm her.
So. Das geht mir voll auf den Sack. Könnt ihr noch mal irgendwie sterben? Nächster! So. So. Darf ich jetzt mal endlich? Jetzt fängt die Nase an zu jucken mitten im Kampf. Ah, ekelhaft. Das ist natürlich. Wer schreit? So. So. Okay. Also dieses Klingen aufladen an sich. Nicer Move. Okay, leichte Aggressionsprobleme. Können sie sich auch manchmal etwas ausgelaugt und schwerfällig. Reagieren sie schnell über, wenn sie von anderen angegriffen werden. Tja, dann haben sie wahrscheinlich ein Aggressionsproblem. Durchaus möglich. Wird's nicht. Sind sie einfach ein normaler Mensch, wie hier. Ist es nicht schön, dass Fimbul Winter all unsere hilfreiche Magie ruiniert, während neue Schrecken einfach so gedeihen? Wie aufs Stichwort. Wow, sieht kalt aus. Wow, sind die aggressiv. Wow. Das waren jetzt keine Ahnung wie viele Treffer, aber ja, gut. Interessant. Also selbst ausgewogen ist doch sehr herausfordernd. Ja, wenn dann die richtige Waffe bitte. Noch einmal. Ist es nicht schön, dass Fimbul Winter all unsere hilfreiche Magie ruiniert, während neue Schrecken einfach so gedeihen? Wie aufs Stichwort. Nächster! Da. Keine. Töten. Wintermann. Ja. Sehr gut. Wer das wohl ist? Ja, der Wintermann. Keine Ahnung, wer der Wintermann ist. Nächster! Dein Gesicht gehört mir. Leg dich hin und halt die Klappe. Ah, dieser Kälteschaden ist echt. Also einen Kritikpunkt habe ich bis jetzt, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Hau raus. Hau raus. Wir klettern. Gut. Ich brauche schon auf jeden Fall noch meinen. Ah, er ist wirklich gut darin geworden. Er ist wirklich gut darin geworden. Wer? Unser Atreus im Klettern oder derjenige, der da was aufgehängt hat? Und das nächste Bild des Grauens. Nächster. Von links. Leider nicht so regenerieren, weil sonst sterbe ich. Das würde ich nicht. So, danke. Ganz praktisch. Ganz praktisch, dass du dich mit Rage regenerieren kannst. Okay. Und diese Eismonster sind schon, ne? Ultra nervig.
So. Hallöchen. Blutvergießen ist nichts Neues für mich, aber so viel davon an einem Morgen? Na ja. Oh nein! Bruder! Vater! Ah. Ein Pirscher! Ein auf der Hut! Wir haben wohl unseren Jäger gefunden! Dein Schild ist kaputt, Bruder! Bleib einfach in Bewegung, ja? Leg mich in die Ehe! Wow. Du Verhässler! Wir sind in Flammen, aber das wusstest du wahrscheinlich. Deine Hörner leuchten, vielleicht eine Schwachstelle. Ja. Wow. Ich wollte jetzt erstmal auf Eis umsteigen. Schnellwaffenwechsel von Feuer auf Eis wäre praktisch, wenn das auch irgendwie über Tasten. Du musst erst wegstecken und dann musst du neu ziehen. Das ist ein bisschen. Ein Pirscher! Sei auf der Hut! Wir haben wohl unseren Jäger gefunden! Deine Hörner leuchten, vielleicht eine Schwachstelle. Ja, bin doch schon dabei. Nächster! Hat er mich gerade Kurva genannt? So, bist du blöd? Aha. Ja, ja. Nenn mich nicht Kurva, das. So. Nicht mehr. So. Nächster! So, jetzt kommen wir her. Ja, ja. Wow. Trotz Rolle. Okay. Ja, ich würde ja gerne. Vorsicht rechts! Oh, danke. Alter, stirb halt einfach. Wow. Nächster! Okay, die Kämpfe sind schon echt herausfordernd, muss ich sagen. Auch wenn das mit dem Ausweichen teilweise nicht so hat. Wow. Ach komm jetzt. Nervig. Das Problem ist, je näher du rankommst, umso besser erwischst du dich mit den Scheißpfeilen. Beim Ausweichen ist er sehr behäbig. Er reagiert schon etwas schwierig darauf. Ein Pirscher! Sei auf der Hut! Wir haben wohl unseren Jäger gefunden! Lass mich in die Ehe. Deine Hörner leuchten! Vielleicht eine Schwachstelle! Ja, ja, bin schon dabei. Ach komm jetzt. Boah, komm, gehst du mir auf den Scheißsack. Unverhältnismäßig.
Einfach mal. Geht doch. Meine Fresse. Also jetzt reicht es, verdammt. Fimbul, Winterfreya, die Räuber, Thors und Odins Einmischung und jetzt noch Pirscherinnen in unseren Wäldern. Das ist kein sicherer Ort mehr. Bis des Winters leichter Runenangriff. Bilden sie eine Eismasse um ihre Leviathanax und rennen sie zum Ziel. Jo, das weiß ich. Nice. Drücken Sie beim Blocken L1. Drücken Sie beim L1 Blocken R1 für den leichten Runenangriff. Okay, gut. Hat sich nicht geändert. Rundschild des Willens. Ja. Ändert jetzt aber nichts daran, dass wir da irgendwas haben. Mit ausgerüsteter Axt hat sie L1 gedrückt. Ja, das hast du mir gerade schon gesagt. Danke. Muss ich das Tutorial jetzt durchleben, oder? Danke. Vater! Der Schild, den Mutter dir gab. Die Atmosphäre ist wirklich gut. Ist das aber verdammt? Jetzt vielleicht können die Zwerge ihn sich ansehen. Vielleicht. Später. Dieses Zwischengegackere ist. Ich möchte nicht reden, wenn die reden, aber die reden ja gefühlt ununterbrochen. Wieso ist Auditive Bonus Power? Es gibt kein Washing durch die Musik, was wirklich toll ist. Es sieht gut aus. Ja, warte. Du hast 5 oder 6 verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also ich denke, da ist für jeden Geschmack was dabei. Ich habe jetzt nur ausbalanciert gewählt, um die Story einfach zu genießen. Ich hätte auch den Story-Modus machen können, dann würden wir quasi durchlaufen, als wäre nichts. Ne? So nach dem Motto, einmal pusten, Gegner tot. Aber die haben hier... Warum sind wir hier, Atreus? Also... Weißt du noch, die ganzen Schreine, die wir fanden, über die Geschichten der Riesen? Die linke Tafel beschrieb ihre Herkunft und die rechte Tafel ihr Schicksal? Ja, wir fanden viele. Ich hab sie gesehen. Mhm. Tja, dahinter steckt mehr, als wir dachten. Also du hast hier schon für jeden Geschmack was dabei. Von leichten Storygenuss bis hin zu Hardcore... Ich möchte gerne alle 7 Sekunden sterben. Ist da für jeden was dabei. Nächster! Ja.
auch im Vorgänger. Im Vorgänger musst du den letzten Schwierigkeitsgrad quasi freispielen. Den Hardcore-Motherfucking-Schwierigkeitsgrad. Aber ich glaube, für den Start hast du 3 oder 4 Vorgänge gehabt. Und dann, wenn du es einmal durch hast, dann kannst du den... Leck mich am Arsch, ich möchte wirklich die maximale Herausforderung. Und wenn mich nur eine Schneeflocke berührt, dann bin ich sofort tot, Typ. Tja, die umgestürzte Säule ist ja, neu, geht. Aber der Schrein ist direkt dahinter. Okay. Ja, gut, ist ja gut. Dann müssen wir halt nochmal. Hat sich etwas bewegt, da rechts? Ah. Hey, das sieht interessant aus. Das sollte helfen. So. Na also, los! Mann, ich bin zwar, hey, ein... Ein... What the fuck? Gott, und könnte mit einem Schlag alles Mögliche kaputt machen. Aber ich hoffe es nicht. In dieser Säule. Gegend stürzen wohl regelmäßig Dinge um. Fimbulwinter zermürbt einfach alles. Selbst Stein. Ich schaffe es also nicht, einen Stein durch einen Baum zu jagen. Okay. Den Vorgänger von der Geschichte, ja. Kann ich nur empfehlen. Ich habe mich lange Zeit wirklich wegen der Umstellung vom Game Handling gesträubt, aber ich hab's nicht bereut, in keiner Form mich darauf einzulassen. Ich finde das Storytelling richtig gelungen und das Kampfsystem ist auch durchaus interessant. Das ist schon irgendwo Hack and Slay, aber dynamischer. So. Okay. Ah. Immer aware. Schau zu. Das ist neu. Komm mit. Atreus, warte! Ich glaube nicht, dass er wartet. Du bist ein schlauer Kopf. Was ist das, Junge? Wo sind wir? An einem Ort, den nur Riesen sehen sollten. Die Schreine erzählen der Welt ihre Geschichten. Aber wie sich zeigt, werden die wahren Geschichten, die Geheimgeschichten, hier aufbewahrt. Im Inneren. Wisst ihr noch, die Geschichte von Skull und Hati, den Wolfriesen? Odin fing sie ein, weil er glaubt, so den Beginn von Ragnarök zu kontrollieren. Ich erinnere mich. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Hier, man sieht, wie die Riesen Skull und Hati befreien. Sie sind frei? Ist das Vergangenheit oder Zukunft? Kommt drauf an, wann man es sieht. Gesprochen wie ein Riese. Seht ihr? Die Wölfe sind sicher, irgendwo in Vanaheim. Nicht der erste Ort, an dem Odin suchen würde. Da sind sie und jagen Sonne und Mond. Alte Gewohnheiten. Bis da der Mond gestohlen wird. Irgendwie. Atreus. Seht ihr? Hati hat nichts zu jagen. Und da heißt es, beim Himmelsraub gebe es keine Opfer.
bin nicht sicher, wer das ist. Aber irgendjemand kommt und rettet den Mond. Und dann versperrt der Mond die Sonne. Totale Sonnenfinsternis. Habe ich seit 100 Wintern nicht erlebt. Doch dann jagen sie einen Pfeil. Und alles wird wieder normal. Was hat irgendwas davon zu tun mit... Dazu kommen wir gleich. Schaut, hier ist Ragnarök. Seht ihr, wer die Armeen gegen Odin anführt? Das ist Tyr, wenn er zu Ragnarök da ist. Heißt das, dass er am Leben sein muss, oder? Mimir, kann das sein? Odin sagte mir, er habe Tyr getötet. Und damals vertraute er mir, dachte ich zumindest. Was, wenn er ihn nicht getötet hat? Was, wenn er ihn bloß die ganze Zeit irgendwo eingesperrt hat? Wir sind wieder beim Wenn. Es reicht. Warte. Wir gehen nach Hause. Warte! Eines muss ich dir noch zeigen. Es ist gleich hier. Okay. Ich finde es durchaus... Was? Da rein, oder was? Gut. Was ist das? Alles, was ich fand. Tja, fast alles. Das ist Riesenhandwerkskunst. Warst du wieder in Jötunheim? Nein, das lag in einem anderen Schrein. Anderer Schrein? Bei wie vielen warst du? Also bei allen? Zumindest bei allen, die ich in Midgard erreichen konnte. Ich kenne das nicht. Aber es ist wichtig. So wie all das. Als ich in einem der Schreine war, sah ich Tyr als Gefangenen. Aber ich weiß nicht wo. Es gibt Hinweise in den Schrein. Es geht um schwarzen Rauch und blutende Erde. Aber wir konnten nicht herausfinden, was... Sindri hat mir geholfen. Also, ich habe ihn überredet. Es war nicht seine Idee. Ich brauchte jemanden, der aufpasst. Nice. Schwarzer Rauch. Blutende Erde. Ein Gefängnis in Muspelheim. Eher nicht. Odin hat keine nennenswerte Präsenz in den urzeitlichen Welten. Aber blutende Erde? Klingt nach einer Mine, oder? Die Welt der Zwerge vielleicht. Svartalfheim, das kann gut sein. Aus den Minen kam schwarzer Rauch. Und Odin hat die Zwerge schon seit langer Zeit in der Hand. Das ist es. Tyr ist also in Svartalfheim, in einer Mine. Und? Gehen wir? Wegen ihr, ja. Heim. Hier lang. Okay. Junge, selbst wenn wir nach Tyr suchen wollten, wie sollen wir nach Svartalfheim gelangen? Du weißt, dass Odin alle Wege zwischen den Welten versperrt. Sindri sagte, er hätte da ein paar Ideen. Sindri hat ständig Ideen. Mhm. Dafür ist er ja da. Aber wir müssen eh zu ihm, weil ich würde gerne Rohleder. Oh, Herstellungskomponente, okay. Also kann ich jetzt quasi durch... Der Boden sieht hier rissig aus. Yep. Irgendwie schon, ne? Okay. Das ist eine Abkürzung. Was, wo waren die? Was möchtest du? Hier? Hallo? Da wohl drunter. Ah, raus, wir zerstören wieder Dinge zum Spaß und für Profit. Herrlich. Richtig. Mir, du hast es erfasst. Nur zum Spaß und für den Profit.
Weil wir einfach Freude daran haben. So. Und weil da eine schöne Kiste ist. Mimir, was hast du von Odins Angebot gehört? An den Jungen? Nicht viel. Sie sind rausgegangen. Aber er hat es uns erzählt. Kein Grund zur Sorge. Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? Tja. Es ist normal, dass ein Kind auch gewisse Geheimnisse vor seinem Vater, vor seiner Mutter. Das ist normal. Das sollte man auch gewisserweise respektieren. Weißt du noch, unser erster Trollkampf hier? Du hast dabei die Kontrolle verloren. Ja. Wir müssen vorsichtig sein. Die Gefahr ist nah. Ja. Kannst du denn ohne Schild kämpfen? Ist nicht mein erstes Mal. Ja. Darf ich jetzt? Gut. Wie gesagt, es ist normal, dass Kinder vor ihren Eltern gewisse Geheimnisse haben. Man sollte einfach nach bestem Gewissen und Gewissen handeln. Also nach bestem Wissen und Gewissen. Und schauen, dass seine Kinder offen mit einem umgehen. Weil wenn ich nur hinterher bin und nur versuche herauszufinden, was für ein Geheimnis hast du vor mir, dann wird ein Kind nie offen mit dir reden. Nächster! Rechte Seite, Bruder! Ja. Bruder, ohne Schild kannst du nichts abwehren. Alter, ich war gerade im Angriff. Schöne Bescherung. Durchbricht dir einfach meinen Angriff. Das geht gar nicht. Was soll denn das? Na komm. Wenn du längere Zeit PC gespielt hast, ne, und dann wieder auf PlayStation bist, dann sind die Ladezeiten schon was anderes. Schon sehr ungewohnt. Nächster! So. Alter. Geht doch. Na, da ist der Nacken durch. Also die Moves sind schon immer wieder nice, durchaus kreativ und machen irgendwie auch Spaß. Klingt pervers, ist aber so. Also du hast wirklich Bock darauf, diese Aktion zu Hause durchzuführen. Bruder, auf ein Wort. Nimm dem Jungen seine Neugier nicht übel. Das gehört zur Jugend dazu. In meiner Jugend lernten wir Gehorsam. Und das wünschst du dir für ihn? Er wird so oder so seinen eigenen Weg gehen. Richtig. Wenn du nicht willst, dass er dir den Rücken zukehrt, dann reiß dich zusammen und geh eine Weile mit ihm. Hm.
Richtig. Mal auf das Kind hören. Nicht weh. Ist zwar vielleicht nicht das, was gerade in den Sinn passt. Wenn wir einen Weg fänden, nach Svartalfheim zu reisen, würden wir bestimmt viel nützliche Ausrüstung finden. Mit Genug. Wir tun es. Wirklich? Aber wenn wir Tieren nicht finden, gibst du deine Suche auf. Endgültig. Klasse. Du wirst es nicht bereuen. Ja. Okay. Ach da. Vorher nochmal jede Ecke versuchen abzukommen. Bin mal gespannt, ob die Spielzeit an den ersten Teil angeglichen ist. Wenn man so bei 36 Stunden so ziemlich alles durch hat. Und wenn man nämlich heute theoretisch schon ein großes Stück schaffen. Ah, sind wir schon wieder daheim? Ach, da sind wir. Okay. Kratos! Hier drüben! Sindri! So wahr ich hier stehe! Ist das Atreus? Ist das lange her? Bist du groß geworden? Ja. Also, wenn ihr mir folgen würdet, Brock meinte, dass ihr eine Unterkunft für die Nacht braucht und ich glaube, eure Lieblingszwerge können euch da helfen. Wir sind noch eure Lieblingszwerge, ja? Wir kennen keine anderen Zwerge. Ja, von daher. Gut. Danke. Nach euch, meine Freunde. Imbul Winter. Unsere saubersten Hütte in den neuen Welten. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Damit meine ich niemanden persönlich. Kratos. Ja, tut mir leid. Ich bin gerade hier. So, wir haben... Ah. Ah doch, sie sind doch abgekapselt voneinander. Okay, das ist praktisch. So, jetzt müssen wir mal gucken, was die Axt noch so kann. Und beim Ausweichen nach vorne, genau, das haben wir. Okay. Halten Sie R1 gedrückt, um die Axt über den Boden zu ziehen. Ah, und dann können wir hier diese Frostattacke machen. Okay. Halten Sie ausgedrückt mit den Klingen in der Hand und einen Hagel von Angriff mit hohen Schaden gegen einen einzelnen Gegner zu richten. Das klingt doch geil. Das finde ich gut. Okay, was haben wir hier? Wow. Macht Spaß. Mhm. Gut. Viele Möglichkeiten haben wir nicht, aber ich glaube, wir nehmen das. Das Ganze bitte nochmal für die Axt. Okay. Nach dem Vorfall mit Thor haben wir ein paar Räume für euch hergerichtet. Bis wir eure nächsten Plan haben. Wir sind gleich da. Schick. Vielleicht nicht ganz so geil, aber schick. Und praktisch das mit einem Knopf. Eine solche Kombi ausgeführt wird. Ach, guck mal. Hi. Ich kriege dich. Hab dich. So, und jetzt? Laufen wir hier im Kreis. Ach, da. Ah, erster. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns hier in der Zwischenwelt niedergelassen. Es ist nicht viel, aber wir sind sicher vor Fimbulwinter und vor Odins Augen. Und die Aussicht ist unschlagbar, wenn man grau schimmernde Leere mag. Großartig, Sinn. Eigentlich wollten wir mit dir über einen Plan reden. Faszinierend. Sieht schon. Also es sieht wirklich, wirklich, wirklich geil aus. Hat was. Definitiv. Rinden ist nicht. Wow. Sowas hasse ich. Hier entlang, Kratos. Nicht schnell bewegen darfst.
Kommt rein, kommt rein. Also, bitte tretet die Füße ab. Und zwar gründlich. Ich warte. Du trittst die Füße nicht ab, oder? Also gut, die Schlafzimmer sind da, die Küche ist gleich dort. Hat jemand Hunger? Kratos? Hunger? Ich brauche nichts zu essen. Was wir brauchen, ist deine Hilfe, nach Svartalfheim zu reisen, um Tyr zu retten. Tyr? Am Leben? Ich meine das... Was? Schon gut. Ich hab's ihm erzählt. Alles? Wegen dir war mein Sohn ungehorsam. Nein, ich hab auf ihn aufgepasst. An deiner Stelle. Kein Risiko. Alles war sehr sicher. Kann jemand was sagen? Jetzt ist nur wichtig, dass wir wieder das Reisen zwischen den Welten ermöglichen. Mhm. Und du kennst einen Weg? Ja, tu ich. Aber es ist bloß da... Da ist sehr viel Schlamm. Warum hast du den Weg dann nicht schon geöffnet? Weil wir für etwas ganz Bestimmtes deine Hilfe brauchen. Oho! Die Huldu-Brüder brauchen also endlich die Dienste des klügsten lebenden Menschen. Genau so ist es. Hey! Nicht so schnell! Wie ist das reingekommen? Was bei Hel ist das überhaupt? Das ist mein Sohn. Was in Jorn Smidas Namen ist mit ihm passiert? Er ist jetzt viel zu groß und sieht jetzt so aus. Ja. Ist deine Schuld. Also los jetzt, besorgen wir ihm etwas, das wenigstens passt. Er wird einfach älter, du dummer Trottel. Hattest du nie eine peinliche Phase in deiner Jugend? Hey! Was geschehen ist, ist wohl geschehen. Aber ab sofort sprichst du besser ein Machtwort, wenn du weißt, was gut ist. Oh, er versucht's. Glaub mir. Gut, dann rüsten wir euch scheiße mal aus, bevor ihr euch wieder herumtreibt. Oh Mann. Damit. Ziemlich ramponiert. Wär's dir nicht lieber, wenn ich einfach ein neues mache? Es ist mir sehr wichtig. Mal sehen, was ich tun kann. Und bis dahin, warum mache ich dir nicht etwas, um über die Runden zu kommen? So, stellen Sie Rüstung und Waffen zur Bürger gegen, sagen die Ressourcen her und verbessern Sie sie. Jo, alles klar. Brock hat genug Material, um dein Schild zu schmieden. Drücke. So. Ich habe gerade nur das Material, um eins davon machen zu können. Wenn ihr mir mehr Ressourcen bringt, dann sehen wir weiter. Steinmauerschild. Das sieht schon gut aus. Furchtlos. Das sieht zwar ganz süß aus, aber ich glaube, ich bin eher der quadratische Typ. Ein Schild, der nach dem Vorbild der großen Riesen im Türgebau des Mauer in Asgard gefertigt wurde, schützt sie die Welten. Ja. Gut. So. Armrüstung. Wo kann maßgeschneiderte Rüstung für Atreus herstellen? Navigieren Sie mit. Ja. Wenn der Junge unbedingt weiter wachsen will, sollte er sich regelmäßig neue Klamotten holen. Ja. Brüdergewand. Eine Rüstung, legendären Huldu-Brüdern mit sehr viel Software gefertigt wurde. Ausrüsten. Schon besser. So. Abwehr. Ich glaube, die Abwehr sollten wir maximal ausbauen, auf jeden Fall. So. Und dann nehmen wir noch die Stärke mit, beziehungsweise... Das nehmen wir so mit. Armrüstung nehmen wir mit. Bin dabei. Und wir nähern uns Level 2. Nice. Fimbulwinter hat unser Mädchen ziemlich mitgenommen.
Gib sie her. Sie braucht dringend etwas Liebe von Brock. Ja, nice. Brock gibt ihr Liebe. Schlimmer Finger. Bisschen Liebe mit der Axt. Ich habe ein paar Sachen von dir gefunden und in die Truhe gesteckt. Was würdest du nur ohne mich tun? Ich schaue mich um. Seh mir mein Zimmer an. Sag Sindri Bescheid. Danke. Was habe ich hier? Hab ich jetzt noch was bekommen? Darf sein? Dieses Haus ist toll, Sindri. Hast du alles selbst gebaut? Soll es was Besonderes sein? Da geht die Abwehr hoch, dafür geht die Stärke runter. Damit kann ich leben. Glück plus 1. Und ich war anscheinend vom Chat getrennt. Interessant, dass das im Moment öfter passiert. Okay. Abwehr minus 1, Glück plus 1. Erhöht die Betäubung bei Gegner in der Luft. Nein. So. Okay. Das sieht natürlich irgendwie geil aus. So. Ja. Ah, kein Thema. Ich werde jetzt dann eben mal eine ganz kurze Pause machen, weil ich ein Käffchen brauche. Also von daher, kein Stress. Kein Stress. Ich bin wieder da. Hallöchen. So. Kaffee. So. Medizin ist auch drin. Geht weiter. Thrombose muss sein, ne? Nicht, dass wir mal wieder im Krankenhaus liegen mit dem Ding, dass man da in irgendeiner Form irgendwas raufbeschwören. So, ich muss mir kurz hier Orga, Platzorga machen. Ich muss hier unten unbedingt ein bisschen was ändern. Also, gönnt euch, ne? Trinken ist wichtig, Kaffee auch. Chili. Chili klingt gut. Was gibt es eigentlich heute bei uns zu essen? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwas Leckeres. Gestern gab es Carbonara. Sehr geil. So. Und wir sind auf jeden Fall rüstungstechnisch ein bisschen besser beieinander. Warte! Diese Treppen halten dich nicht aus. Bitte zerstör nicht mein Haus. Okay. Diese Treppen halten dich nicht aus, mich nicht aus. Willst du sagen, dass ich fett bin? Hat er mich gerade fett genannt? Hey, sieh mal. Wer ruft mich? Hier bewahren sie wohl das Essen auf. Schön, die Wahl zu haben, wenn ich hungrig werde. Ja, sieht gut aus. So, ich hoffe, alles ist zufriedenstellend. Aus Neugier, erstens ist es, finde ich, für den Zuschauer praktisch, weil wenn du jetzt zum Beispiel wie Pyro von unterwegs zuschaust, spare ich dein Datenvolumen, weil ich einfach weniger Daten rausschicke, die du abrufen musst. Na, das ist super. Und ich kann auf 27... finde ich, eine geilere Qualität fahren, weil für HD reichen die 6 Mbit eigentlich gar nicht aus, die Twitch freigibt. Dann müsste ich, wie bei YouTube,
eher an die 9 Mbit rangehen, dass du eine richtig geile HD-Qualität kriegst. 6 Mbit ist schon grenzwertig. Und deswegen schicke ich es auf 27 raus. Wieso gehst du nicht auf 8? Geht nicht. Ich kann bei Twitch nicht mehr wie 6 Mbit reingeben. Nee, Affiliates haben nur eine begrenzte Upload-Rate und die ist auf 6 limitiert. Sobald du Partner bist, kannst du mehr. Ja, du kannst mehr reinschicken, das ist kein Thema, aber es geht nicht mehr. Also Twitch gibt nicht mehr raus. Das heißt, ab 6 ist die Grenze. Du kannst 8, du kannst 10, du kannst 20 Mbit reinschicken. Das ist alles okay, kannst du machen. Aber Twitch bremst dich dann trotzdem runter auf 6 Mbit. Wenn du Partner bist, dann geht alles über 6. Wie kommen wir zu den Welpen? Wir brauchen nur etwas hinten aus der Werkstatt. Mir nach und bring den Kopf mit. Also, wo genau wird Tyr festgehalten? Er ist irgendwo in einer Mine gefangen. Mehr wissen wir nicht. Die Welt ist voll von Minen, wie ihr wisst. Ihr werdet es eingrenzen müssen. Oh, ihr solltet mit Dürlin sprechen. Wer ist Dürlin? Er ist ein Vetter von uns, sozusagen. Arbeitet an der Sicherheit der Stadt. Er sollte Zugang zu allen möglichen Informationen über Minen haben. Oh. Und er ist definitiv kein Freund von Odin. Darum hat deine Mutter ihn um Hilfe gebeten, als sie eine Rebellion anzetteln wollte. Bereit? Eine Rebellion? Wusstest du davon? Ich wusste es nicht. Ein Rebellenführer, der Mutter kannte. Genau den brauchen wir. Ich glaube, ihr habt das Tada verpasst. Nein, haben wir nicht. Na, auch egal. Ich habe das im Handumdrehen eingeölt. Wir treffen uns vor dem Tor. Rebellenanführer, Dürlin? Das ist weit mehr Ehre, als er verdient hat. Hallo. Und du, schön. Du erinnerst dich so an Dinge, wie auch immer sie dir gerade in den Sinn kommen, oder? Du vermutest wahrscheinlich, dass Dürlin einfach nur darauf wartet, bis ein paar Streuner auftauchen und nach mächtig Ärger suchen. Was meinst du, Brock? Hilft er uns oder nicht? Oh, ignoriert mich. Er steht dem alten Brock nun wahrlich nicht zu, meine Verwandten zu verunglimpfen. Diesen Schmutzfänger einmal ausgenommen. Das ignoriere ich. Schön, dann geht Dürlin besuchen. Seht selbst, wie gut das läuft. Aber seid gewarnt, er ist nicht die freundliche Art von Zwergenvolk, die ihr gewohnt seid. Er ist so stinkig, wie es nur geht und drückt sich komisch aus. Okay. Das klingt nach einer guten Vergleichsstudie. Okay, nice. Ich würde gern eure Heimat sehen. Svartalfheim klingt einzigartig. Svartalfheim? Ha, dämlicher Asenname. Sehen wir etwa wie Dunkelalpen aus? Ach, stimmt. Ihr nennt die Welt ja anders. Nidavellir. Das ist auch der Name der Hauptstadt, in der ihr nach Dürlin suchen solltet. In der verdammten Stadt sind heutzutage so viele Odin-Stiefellecker, dass sich kaum ein Zwerg, der etwas auf sich hält, dort überhaupt blicken lassen würde. Okay. Harsch, aber zutreffend. Okay. Gut. Dann gucke ich mich trotzdem mal um. Da komme ich nicht rein, auch wenn die Tür halb offen ist. Ei, da waren wir schon drin. Da waren wir auch drin. Ist noch irgendwas hier? Loot ist immer gut. Also... sagen, was ihr wollt, aber das Level-Design hier ist schon atemberaubend. Und sowas mag ich an diesen mythischen Games, dass die Umsetzung trotzdem immer sehr, sehr geil ist. Also da merkst du wirklich, dass die Jungs sich auch mit der Materie auseinandersetzen und die Elemente, die es in der Mythologie gibt, wirklich eins zu eins versuchen, irgendwo ins kleinste Detail reinzubauen. Mega. Hört ihr das? So.
Wir brauchen nur den Bifrost und den Kopf. Brock, nimm du ihn. Ah, das ist dann wohl der Teil, der meine Hilfe erfordert. Ganz genau. Dieses Gerät hier wurde nach deinen Maßen angefertigt. Damit erhältst du einen besseren Blick auf das Problem mit deinen besonderen Bifrost-Augen. Also gut. Kann ich es irgendwie kontrollieren? Oh nein. Nein, 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 nein. Damit halten wir dich bloß fest, um das Licht in deine Augen zu strahlen. Ach, Sindri, du elender Mistkerl. Sehr geil. Öffne sie, jetzt. Ah, ich hatte wirklich gehofft, nicht die Augenklammer nutzen zu müssen. Tu es. Ja, das ist gut. Und lösen. Immer noch unangenehm. Unser Stichwort. Los, schnell. Ich komme. Geil. Dreischwilgers Eier. Wofür war das denn? Das wirst du bald sehen. Nur kurz justieren. Fertig. Das sollte reichen. Siehst du? Kein bleibender Schaden. Ich geb dir einen bleibenden Schaden, du Witzling. Kratos, wirf mich auf ihn. Hörner voran. Oh, verstehst du, alte Ziege, keinen Spaß. Sehr geil. Nice. Der Bifrost ist defekt. Jetzt, wo wir diese Tore zur Nutzung von Yggdrasil-Samen umgestellt haben, braucht ihr keinen Reisetisch und keine Bifröstlampe mehr. Sie hat auch Licht gespendet. Ah ja, guter Hinweis. Ich lass mir was einfallen. Aber sieh dir das zuerst an. Ich zeig dir, wie es funktioniert. Sehr geil. Richte deinen Schlüssel auf die Rune für Svartalfheim. Rechts, konzentriere dich. Okay, Midgard? Um in diese Welten zu gelangen, brauchst du einen Samen für sie. Praktisch.